Ja, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es um dieses schöne Teil. Was das ist, wo das herkommt, wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Hi! In today's episode we are going to make a nerd-level YouTube button. Ich dachte nur, was ein geiler Scheiß, das Ding will ich auch haben. Ich verlinke euch das Video in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das gerne dann auch nochmal angucken. Also hier geht es um die Verwendung eines fertigen Bausatzes, wiederum von einem anderen YouTuber, auch den verlinke ich euch in der Beschreibung. Und dann kann man mit diesem Bausatz und ein paar anderen Komponenten, in dem Fall hier der Lötkolben, Bausatz und die kleine Mini-Computerplatine, kann man sich dann mit dieser Matrix zusammen sein Subscriber, seinen Abonnenten-Display sozusagen anzeigen. Also das hat mir richtig gut gefallen und ich habe also auf einen heiligen Sonntag hier losgelötet und muss sagen, top! Ich will auch hier gar nicht auf die einzelnen Arbeitsschritte vorgehen oder mehr eingehen. Das seht ihr dann in dem Video, was ich euch verlinkt habe. Hier nur noch mal ein paar Einzelheiten zu den Bauteilen, die ich so verwendet habe. Dann habe ich von diesem Minicomputer nicht die Mini-Variante zur Hand gehabt, sondern ich hatte noch die normale Variante. Und dann habe ich, anstatt die jetzt mit auf den Bausatz aufzulöten, habe ich die dann hier mit separaten Kabeln verbunden. Was sehr gut ginge, denn die einzelnen Portbezeichnungen bzw. Pin-Bezeichnungen, die waren also identisch auf den beiden Varianten und so konnte ich mir die schön zusammensuchen. Was ihr braucht auch zusätzlich hier, unbedingt empfohlen, ist ein 5 Volt Netzteil. Da habe ich mir jetzt so ein Standardnetzteil geholt. Ich versuche euch von dem ganzen Zubehör, den ich hier verwendet habe, Links in die Videobeschreibung zu packen. Und dann könnt ihr das entscheiden, wo ihr die Sachen kauft. Ja, Ergebnis würde ich sagen, identisch mit dem Original, oder? Ich muss hier eine oder andere Lötstelle nochmal nachlöten. Da habe ich also wohl nicht so präzise gearbeitet. Ich bin auch nicht der Löter unterm Herrn, muss ich dazu sagen. Aber hin und wieder mal Autoschlüssel repariere ich und. Deswegen habe ich überhaupt so eine Lötstation. Aber nicht schlecht, oder? Nur was ich natürlich jetzt da sehe, da steht ja gar nicht mein Name. Also habe ich gedacht, das muss ich doch gelöst bekommen. Und da möchte ich jetzt hier in dem Video auch ein bisschen näher drauf eingehen, weil das war dann die Hürde letztendlich, die zu nehmen ist. Ich hatte da einiges recherchiert und versucht herauszufinden, wie kriege ich denn dann auf das 64x64 Bit Display meine Daten angezeigt und bin da an der eine oder andere Grenze gestoßen, die ich aber gelöst habe und das zeige ich euch jetzt hier in dem Video. Ich will also gar nicht mehr so auf dieses Bauset eingehen. Wie gesagt, das habt ihr da in dem anderen Video, wie das gebaut wird, ist auch super beschrieben auf dem Link, den ihr mit dem Set dann bekommt, sondern eher, wie kriege ich meine eigene Kiste dahin, also quasi mein Branding da rein. Ja, und dann bin ich auf diese echt coole Seite gestoßen. Da gibt es also einen Online-Editor für Pixelbilder. Das heißt, ich kann mir hier Pixelbilder basteln und das fand ich geil. Also muss ich sagen, da gibst du also an, oh, ich habe hier ein Pixelbild 64x64 Bit und dann kannst du dir da Pixel für Pixel deine Farben basteln, beziehungsweise deine Schrift machen. Ich habe also hier versucht, so ein bisschen stylisch mein TechPirat zu basteln, eigene Schriftart sozusagen, den YouTube-Button nachgebaut. Das ist super. Und dann kann man dieses Bild wiederum, was man da erstellt hat, kann man exportieren in verschiedenen Formaten. Entweder als PNG oder GIF. Und das ist das, was wir brauchen. Und warum als PNG oder GIF und nicht als Pixelbild? Dazu hilft euch jetzt die zweite Seite, die verlinke ich euch natürlich auch. Hier kann ich mein Image hochladen und das konvertieren lassen und bekomme dann den nötigen Code, den ich dann wiederum brauche, um den in meine Software hochzuladen, beziehungsweise in meine Arduino-Software, die Programmiersoftware hochzuladen. Spricht man das so? Arduino? No, ist ja egal. Seht ihr auf jeden Fall in dem anderen Video. Hier ist der Quellcode davon. Und zwar ist das jetzt die Vorlage, die ja der andere YouTuber da gemacht hat. Die ersetze ich dann mit dem Code von meinem. Muss allerdings hier an der Stelle auch noch anmerken, dass ihr den Farbcode ersetzen müsst. Es ist also so, dass oberhalb dieser Pixelbelegung, nenne ich sie mal, die Farben angegeben sind. Und das heißt, ich muss hier durchsuchen und ersetzen. Jetzt tausche ich erstmal den ganzen Block da aus. Mit dem, den ich gerade generiert habe, muss ich dann die Farbe anpassen. Denn ich habe das Bild hochgeladen, beziehungsweise, ist das super, sieht das toll aus. Und musste dann feststellen, Moment, wieso passen die Farben nicht? Also der hat aus dem Rot dann einfach ein Lila gemacht, weil der kam damit nicht klar, denn hier wurde in dem Programmiercode wurden quasi die Farben anders definiert und wie ihr seht, man muss also einfach nur die Farbe Lila, also in dem Fall, was er als Lila interpretiert hat, gegen das Rot, das steht halt oben drüber, austauschen, alles mit Suchen und Ersetzen, dann hochladen das Ganze und top, so kommen wir gut zurecht. Ja, also damit habe ich dann am Ende hier meine Farben auf meiner Matrix gehabt, also und auch meine Dings. Also muss ich sagen, damit konnte ich dann das so weit auf mich anpassen, dass mir das dann am Ende auch gut gefallen hat. Ne? Also das denke ich mal, ist dann super. Und da ging die im anderen Video natürlich nicht drauf ein, weil wahrscheinlich sind sie auch alle Programmierer. Ich bin ja selber kein Programmierer. War für die vielleicht nicht so wichtig oder auch als selbstverständlich vorausgesetzt. Nur wenn du hingehst, das Ding nachbauen willst und dann für dich das individualisieren möchtest und dann kriegst du dann das Branding von einem anderen YouTuber angezeigt. Ne? Aber mit meinen bisschen Programmierkenntnissen habe ich es ja hier dann gelöst. Ne? Jetzt habt ihr gesehen, jetzt wird dieser Minicomputer geflecht und dann lädt er den Code da hoch und zeigt dann jeden Moment, 3, 2, ja, da zeigt dann an. Ne? Da wird dann das so angezeigt, wie ich es gerne haben wollte. Also top, ne? Gefällt mir also richtig gut. Wenn ihr wissen wollt, wie man den Mikrocontroller oder Minicomputer ESP8266 in der Mini- oder normalen Variante programmieren wollt, dann, wie gesagt, schaut euch einfach das andere Video an. Es gibt wirklich eine ganze Menge dazu bei YouTube. Das sollte also nicht jetzt das Problem sein. Da sind natürlich ein paar Grundinstallationen zu bewerkstelligen. Bibliotheken müssen da geladen werden. Also nur das schon mal so als Info. Ja, jetzt gefiel mir natürlich das Ganze nicht einfach so dahinzustellen als Kiste. Also habe ich mir gedacht, da müssen wir doch uns was Besonderes einfallen lassen. Und dann habe ich das ganze Ding einfach in einen herkömmlichen Bilderrahmen reingeklebt. Ich habe da die Pappe ausgeschnitten, dann den Rahmen zweckentfremd umgedreht, jetzt hier so einen Rückendeckel gebastelt aus einer alten IKEA-Box, um dann am Ende dann dieses Ergebnis zu bekommen. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Also so gefiel mir das gut, weil da konnte ich jetzt alles verstauen. Ich habe nicht die Problematik, dass ich ja die Mini-Variante nicht benutzt habe. Das heißt, das hing ja dann die ganze Zeit darum. Der Rahmen, der ist ungefähr so 4 cm tief. Das heißt, ich konnte hier wirklich, ich habe genug Platz gehabt, habe das schön eingeklebt. Ich denke, ja, super, gefällt mir. Ab damit in die Werkstatt. Dann dachte ich, komm, ich müsste den Kontrast noch ein bisschen erhöhen. Und habe dann am Ende jetzt hier nochmal einen weißen Rahmen drum gemacht. Und ich glaube, das sieht am besten aus. Und jetzt steht er schön so oberhalb meines Arbeitsplatzes, wo ich den ganzen Tag sitze, auf der rechten Seite, da in meinem Regal, neben meinem Drucker und der Lötstation. Und ich sehe regelmäßig, wenn ihr mich abonniert. Und hier nochmal die Erinnerung, bitte nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich jeden Tag immer schön neue angezeigt bekomme. Wie ihr seht, zwischen den einzelnen Videosequenzen sind auch schon wieder 6 dazugekommen. Also immer ran, ne? Also nicht vergessen. Ja, reine Spielerei werden wahrscheinlich die wenigsten von euch brauchen. War mir aber eine Herzensangelegenheit, dieses Video mal zu machen und vor allen Dingen die Kiste zu basteln. Das, denke ich mal, ist doch super. Sollte euch das Video gefallen haben, bitte nicht vergessen, Daumen hoch. Und nochmal, Kanal abonnieren, kostet euch nichts, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video, euer Jörg.